So, meine lieben Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 HD. Folge Nummer 30. In der letzten Folge wurde es ja ziemlich stressig hier auf dieser Insel. Hier scheint sich Settler drauf aufzuhalten. Und er hat uns einiges entgegengestellt. Und in der letzten Folge ist unser Händler gestorben, was ziemlich uncool ist. Und ich sehe ja schon die ersten Gegner schon wieder hier rumstehen, was ich eher semi-geil finde. Aber da müssen wir jetzt irgendwie vorbei. Trefft ihn natürlich nicht. Voll im Kopf, fast. Es sind zu viele. Lass sie mal auf mich zukommen. Knall die alle hintereinander weg. Ich sollte vielleicht aufhören, mit Gamepad zu spielen, weil ich ziel so oft daneben. Wenn die Steuerung ist zwar verhältnismäßig gut, aber zielen ist dann doch einigermaßen schwer. So. Sag mir nicht, wir haben keine Pistolenmunition mehr. Wir haben keine Pistolenmunition mehr. Tatsächlich. Tja, da wird es jetzt langsam eng, Freunde. Dieser Typ, ne? Wir gehen mir gerade ein bisschen zu sehr auf die Eier. So, TMP haben wir noch ein bisschen. Aber dieses Level hier raubt uns wirklich die allerletzte Munition. Irgendwo hoch? Nee, ne? Wir hätten vielleicht einfach durchrennen sollen. Jetzt mal wieder auf Munition verdaddelt. So. Ah, ich will Pistolenmunition. Mittlerweile will ich echt nur noch Munition finden. Munition und Energie, weil da sieht es wirklich. Ist wahrscheinlich von der anderen Seite verschlossen. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, hier kommt. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das ist ein äußerst ätzendes Gebiet. Ich glaube, hier kommen diese komischen. Alles klar mit dir? Der Typ macht einen dezent komischen Eindruck. Geh jetzt einfach mal auf Nummer sicher hier. Stirb doch. Sag mal. Wirst du heute nochmal sterben? Was ist denn hier dahinter? Kann man nicht lang. So, jetzt in Ruhe umschauen. Oh, was liegt denn da drin? Schrotpatronen, auch nicht schlecht. Oh, Dosen und Gläser, alles haltbar. Erinnert mich an meine Militärzeit. So. Ich bin. Dezent beunruhigt. Ist schon fortgeschritten. Oh! Wow, wow, wow! Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich bin gerade komplett zusammengezuckt. So eine Szene kam ja noch nie. Was hat der denn hier drin gemacht? Sich gegart. Und Granate. Okay. Ah, Ashley. Wir sind nah. Alter, fuck.
Freunde, der ist groß. Vielleicht sollten wir ja doch zu Granaten greifen. Oh Gott. Fuck. Ah! Reicht nicht. Reicht nicht. Reicht einfach nicht. Scheiße. Oh Gott, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ich meine, der wird mich sowieso verfolgen. Das heißt, ich werde ihn besiegen müssen. Gut. Den hätten wir. Der droppt einfach nichts. Okay. Komm her, du Arschloch. Wir haben so wenig Munition, Freunde. Das wird hier, glaube ich, eine ziemlich knappe Kiste. Hier ist noch so ein großer. Ich versuche den mal mit der Flash zu blenden. Dann hier alles einzusammeln. Mal hier. Oh Gott. Oh Gott. Das hat dem überhaupt nichts. Hier muss doch irgendwas Cooles liegen, bitte. So Pistolenmuni, bisschen. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Die große wacht bestimmt gleich auf. Hier liegt nichts mehr, hier liegt nichts mehr. Ich gehe jetzt. Ich hau jetzt ab. Also ich versuch's zumindest. Noch mehr Muni. Okay, die kommen uns definitiv hinterher. Scheiße. Okay. Scheiße, die verfolgen uns sowieso. Ich denke, wir werden hier nicht ohne weiteres durchkommen. Warum muss es denn so viel Muni kosten? Ach! Verdammt! Wie es sich verreckt. Wir müssen jetzt wieder Energie nehmen. Oh Gott, die Tür geht doch zu, bitte. Gut. Unten ist auf jeden Fall noch der große Typ. Aber ich hoffe einfach mal, dass er uns nicht verfolgt. Schrotflintmunition haben wir noch einigermaßen. Der verfolgt uns schon mal nicht. Ashley. Ach, das ist nur ein Video. Super toll. Toll. Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. Wir werden dich retten. So, wo müssen wir hin? Das ist unser Ziel. Da müssen wir hin. Wir müssen sozusagen... Sind wir gerade? Wo ist denn unser Standort? Händler, Ziel, Schreibmaschine, Mini-Auftrag, bekannt, unbekannt. Ich sehe gerade überhaupt nicht auf der Map durch, wo wir uns gerade befinden, muss ich sagen. Wahrscheinlich gar nicht in diesem Stockwerk. Wir werden einfach mal versuchen, weiterzugehen, oder müssen wir etwa zurück? Nee. Ich denke, wir müssen einfach hier lang. Und schauen, dass wir irgendwie zu Ashley kommen. Ich glaube, hier waren noch diese komischen
Oh, ein Händler. Oh, wie toll. Gott sei Dank ein Händler. Liegt hier noch irgendwas? Bitte, 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 bitte. Nee, ne? Natürlich liegt hier nichts. Liegt Haufen Munitionskoffer, aber ich kann keine Munition einsammeln. Das ist mal sehr geil. Schießstand habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust zu. Obwohl, heute könnten wir mal... Kriegen wir irgendwas für einen Schießstand? Nee, ne? Ich weiß nicht so richtig, was wir bekommen. Ich glaube, wir können da nur Highscores erzielen. Ich gucke gleich nochmal. Wir gucken heute in der heutigen Folge mal, was der Schießstand noch so bringt. Verkaufen. Nicht die Munition verkaufen, Barney. Das hast du schon mal gemacht. Der Goldlux bringt 15.000. Ah. Thank. Is that all straight? Is that all? So. Thank. What are you buying? Kugelsichere Weste. 30% weniger Schaden. 30% weniger Schaden. Ist das geil? Ist das dauerhaft? Ich denke mal, für 60.000 wird es dauerhaft sein. Killer 7. Striker. Das ist wohl die krasseste Schrotflinte. Raketenwerfer. Ich glaube, ich kaufe mir die Weste, Freunde. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist. Ich glaube, es könnte uns ganz gut helfen. Is that all, Stranger? Thank you. What are you buying? So, das hat jetzt natürlich krass viel Kohle gekostet. 60.000. Das ist natürlich erstmal heftig. Aber ich denke, 30% weniger Damage, das könnte uns schon gut weiterhelfen. Warum ist hier eigentlich keine Schreibmaschine, wo ich speichern kann? Keine Schreibmaschine. Ich gehe jetzt trotzdem auf den Schießstand, Freunde, obwohl ich nicht so richtig Bock habe. Ich gucke einfach mal. Ich weiß nämlich nicht mehr so richtig, was wir gewinnen konnten. Welcome. Für dieses Spiel musst du die Waffen nehmen, die ich ausgewählt habe, Freunde. Welche Art der Waffen? Schnellfeuergewehr, Scharfschützengewehr. Spiel beenden, schon gut. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Und gucken mal, ob wir hier irgendwas reißen können. Spieltyp A. Ich bin bestimmt viel zu langsam. Ich warte, ich probiere es mal mit der Maus. Vielleicht bin ich da schneller. Huch. Nee, nicht wirklich. Oh Gott. Ach du Scheiße. Die Glocke werde ich nie treffen, oder? Doch. 500. Ah. Okay. So schlecht. So schlecht von mir. Okay. Preis verliehen. Treffer 22 von 25. Anzahl der Preise 1. Gut, jetzt gehen wir mal zurück. Spiel beenden. Die haben einen Kronkorken gewonnen. Okay, was bringt uns der Kronkorken? Ich hab's echt vergessen. Das wurde uns am Anfang vom Spiel erklärt. Ich hab's komplett verpennt. Krass, wir hatten so viele Granaten, die sind jetzt alle weg. So, ich hoffe, die kugelsichere Weste bringt uns ein bisschen was, Freunde. Ich werde jetzt mal probieren, diese Folge noch bis zum nächsten Speicherpunkt zu zocken. Gucken, was wir noch so schaffen. Blödes Arschloch. Tja, damit habt ihr nicht gerechnet. Die leben noch! Die dummen Penner leben noch. Das war's. Ach du Scheiße.
Scheiße, haben wir irgendeine Granate? Na los, mach die Tür auf. Mach doch die scheiß Tür auf. Ach Gottchen. Sobald ich mich näher, macht der Pisser die Tür zu. So, war's das jetzt bitte? Jetzt genug Scharfschützenmunition verschwendet für diese Billo-Gegner. Ist noch einer. Das ist so ein. Das sind viel zu viele Gegner, mal ganz ehrlich. Entweder verbrauchen wir wirklich einfach viel zu viel Munition. Versucht man schon, die Gegner zu messern? Rotes Kraut. Wir haben leider kein grünes. Können es nicht mischen. Oh, cool. Wir bewegen uns hier die ganze Zeit. So ein bisschen an der Grenze. Haben immer zu wenig Munition einstecken, aber na gut. Da ist ein grünes Kraut. Und eine Schreibmaschine. Und das heißt, meine Freunde, Schreibmaschine bedeutet heute... Was ist das denn? Taschenuhr. Schreibmaschine bedeutet, dass wir die Folge für heute beenden werden. So. Dreimal große Heilung, ein bisschen Muni. Wir kommen schon irgendwie durch, Freunde. Wir werden das schon irgendwie überleben. Ich speichere jetzt erstmal. So. Gut, Freunde. Das war schon Folge 30 mit Resident Evil 4 HD. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen. Wir sind schon gut vorangekommen im Spiel. Ich freue mich. Mal sehen, wann wir es durchhaben werden. Ich denke mal, es wird noch ein bisschen was kommen. Noch, es werden bestimmt so 40, 45 Folgen werden. Mal sehen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Hier bei Resi 4. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Immer fleißig weiterzocken. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.